So Leute, herzlich willkommen bei Minecraft. Wir machen heute mal wieder ein bisschen weiter. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen in Fraps rum experimentiert, weil ich jetzt eigentlich gerade noch ein anderes Let's Play aufnehmen wollte für euch. Es hat aber irgendwie nicht so geklappt, deshalb habe ich jetzt mal noch eine andere Einstellung genommen und dachte mir dann aber jetzt nochmal anfangen, weil das jetzt schon das zweite Mal wieder war. Hatte ich jetzt keine Lust so richtig drauf. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal hier weitersehen, wie wir hier vorwärts kommen. Das erste, was ich jetzt hier machen möchte, ist den Stall weiter voranbringen. Dazu fangen wir jetzt mal ganz simpel an, indem wir Zäune bauen. Zunächst einmal fällt mir aber gerade auf, ich muss. Und jetzt habe ich natürlich wieder den Standardfehler gemacht. Mal kurz den Ton aufs Headset leiten, weil sonst ist das hier blöd. Jetzt habe ich den Ton auf dem Headset. Wobei, dann nimmt er ja den Ton nicht auf. Das hatte ich ja schon probiert mal. Also, lassen wir es auf dem. Fernseher, muss ich den Fernseher halt ein bisschen lauter machen. Wartet mal. Ah, nee, nur hier. Ach, bin ich schon wieder zerstreut. Hab halt schon 2 Stunden aufgenommen, alles für die Katzen. Das ist natürlich schon immer ärgerlich. Hatte ich das ganze Holz schon umgewandelt, sag mal? Ah ne, das hatte ich ja zum. Hatte ich das zum Bauen verwendet? Dann haben wir nur so viel. Also nicht schön. Hier haben wir noch einen Zaun. Eichenholzbretter, Eichenholzbretter. Ach komm, nehmen wir mal alles mit hier. Und wir craften uns jetzt einfach mal ein paar Zäune. So, und Zaun machen wir, wie wir es ja schon mal gesehen haben, soweit ich mich erinnere. Indem wir einfach hier Sticks so in Reihe packen. Jetzt haben wir hier schon mal über 2 Stacks Zaun. Das ist schon mal gut. So. Dann brauchen wir natürlich noch Türen. Jetzt habe ich natürlich noch. Manchmal bin ich auch so clever, das ist gar nicht zu glauben. Aber wir brauchen natürlich noch Türen und jetzt habe ich das ganze Holz trotzdem verbaut. Ach Mensch. Das hier ist. Ne, falsche Ecke. Wir müssen dahinter. Ja, ach, mir ist übrigens aufgefallen, dass ich die Musik hier zu laut gemacht hatte. Also mache ich die mal wieder auf 30. Fertig. Zurück zum Spiel. Das ist mir leider erst beim Rendern aufgefallen. Ich hatte es eigentlich vorher getestet, da ging das alles ganz gut und beim Rendern fiel mir dann auf, meine Güte. Man versteht dich ja gar nicht. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, ja, ist okay, brauchen wir gar nicht verstehen. Aber, naja. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Absperrung dort in dem Stall. Denn ich habe mich jetzt wirklich dafür entschlossen, dass wir. Achso, gehen wir da natürlich gerade. So, mach mal Platz hier. Hier, Schafe. So. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage. Habe ich noch Weizen? Ich habe noch Weizen. Sehr gut. Dann machen wir jetzt erstmal hier einmal nach hinten Zaun. Türchen. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier Türchen. Warte mal, wir machen das mal so. Vorne pflastern wir dann, das ist dann unser normaler Laufbereich, wo dann auch Truhen hinkommen und sowas. Ach, ja, haben wir wieder nicht. Mist. Ja, da müssen wir wieder Material holen gehen. So, was haben wir? Was haben wir denn da für Platz denn? Dann hätten wir hier. Das würde ja eigentlich reichen, um hier vernünftig Truhen hinzusetzen. Hier zwischen müssen wir aber dann noch mal
Eine Unterbrechung machen nach hinten. Ja, dann hätten wir aber hier nur so eine Dreierbucht. Das wäre natürlich leichter mit dem Durchgehen, weil man dann alles scharf auf jeden Fall trifft. Ja, wir machen es erstmal so. Zur Not müssen wir nachher mal die. Die Buchten dann doch nochmal öffnen oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ja. Was denn hier? Achso. Was mich jetzt erstmal noch interessiert ist, schlicht und simpel, wie weit mittlerweile die grüne Schlange gewachsen ist. Ich habe jetzt letztes Mal gesehen, dass sie doch irgendwie weiter wächst. Da möchte ich mich jetzt mal überraschen lassen. Na guck mal, mittlerweile ist sie schon bis hier vorgedrungen. Ich hatte auch irgendwie gelesen, dass es schneller geht, wenn das ganze Ding breiter ist. Das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, wirklich die ganze Grünfläche nach dahin auszubreiten. Wäre natürlich auch wieder mit viel Arbeit verbunden. Aber das scheut mich zumindest nicht. Weiß ich, wie ihr es seht. Und da wir nachher eh noch viel Sand brauchen, reiche ich es einfach mal vor. Dann können wir dann mal hier schon mal mit ganz viel Erde arbeiten. Achso, hier war ja dieses Loch. Ja, dann kippen wir das jetzt hier erstmal mit Sand zu. Obwohl, Sand braucht man ja, wa? Pflasterstein. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Erde. Gut. Ja, dann machen wir das so. Ganz einfache Sache. Auf jeden Fall das nächste Projekt, was ich dann hier angehen werde. Weil ich mir jetzt mal gedacht habe, immer nur Minecraft ist ein bisschen, ja, jetzt vielleicht nicht langweilig, aber ich möchte auch mal gerne andere Spiele spielen. Und wenn ich die dann halt für die Let's Plays hier nutzen kann, ist das ja schon mal vorteilhaft. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich mache es ganz einfach. Oder deshalb habe ich dann mal heute soweit überlegt, was ich da machen könnte. Hab mal so meine Spielbibliothek hier durchgeguckt. Wobei Bibliothek immer so klingt, als wenn ich hier so zig Spiele habe. So viele sind es eigentlich gar nicht mehr. Weil ich mal richtig aussortiert habe. So alles, was ich durch hatte und was keinen Spaß gemacht hat, ist mal weggeflogen. Weil ich mir eine Zeit lang immer die komplette Spiele gekauft habe. Da klang ein Spiel super, dann hat man das ein bisschen angespielt. Da kam dann das nächste Spiel, man hat irgendwie die Spiele nie fertig gekriegt. Und dann irgendwann auch die Lust verloren, weil man dann 20.000 Mal angefangen hat. Und im Endeffekt dann immer so ungefähr an derselben Stelle die Lust verloren hat. Und da war ein Spiel dabei, das habe ich gekriegt, da hatte ich noch den alten Rechner. Und das lief dann nicht. Also ganz ruckelig nur und dann macht der Spiel auch keinen Spaß. Und ja, dieses Spiel ist mir heute wieder in die Hände gefallen. Dachte ich mir, das wolltest du auch immer spielen. Weißt du was, nimmst du mit auf. Gut, gesagt, getan. Ich habe dann heute ein bisschen aufgenommen. Hab aber bei diesem Aufnehmen gemerkt, als ich mir das, also beim ersten Mal aufnehmen, nach dem Aufnehmen gemerkt, dass es gar nicht aufgenommen hat, Fraps. Also habe ich mir jetzt mal von Fraps hier die Framerate oben in der Ecke anzeigen lassen. Da sieht man ja immer, ob man aufnimmt oder nicht, durch die Färbung. Und beim zweiten Mal, wo ich das dann gemacht habe, hat er aufgenommen, alles super, nur Ton und Bild versetzt. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Weil ich da auch schon wieder irgendwie eine Stunde gespielt hatte jetzt. Das heißt wirklich zweimal eine Stunde Zeit ver ja, schenkt, kannst du sagen. Oder sogar versaut. So ein bisschen krasser auszudrücken. Ja, ist ärgerlich sowas. Kann man aber leider nicht ändern. Und dementsprechend habe ich mir jetzt gesagt, wisst ihr was? Schuster bleibt bei den Leisten, nimmt jetzt erstmal ein bisschen Minecraft noch auf. Denn es klappt mittlerweile mit dem an der Uni hochladen. Ich muss mir dann heute noch die ganzen Videos auf Blappy ziehen, dass ich die dann morgen mal hochladen kann. Ist richtig krass der Unterschied auch. Ich brauche hier zu Hause für so ein 15-Minuten-Video so 130, 140 Minuten zum Teil, je nach Tageszeit. An der Uni war es jetzt so, dass ich für drei solcher Videos,
die, also insgesamt hatten die ungefähr so 50 Minuten oder so, einfach mal nur 40 Minuten gebraucht habe. Und das ist natürlich dann schon mal ein Riesenunterschied. Denn machen wir uns jetzt vor, wenn ein Upload läuft, kannst du ja auch nicht so viel machen. Du kannst nicht großartig surfen. Du kannst eigentlich gar nichts machen. Um es mal klar zu sagen. Und das ist dann natürlich schon ärgerlich. Achso, warte mal, hier ist das blöd. Machen wir das mal hier. Dann kommt der hier, der Zaun. Dann hier. So. So. Zaun. Zaun. Da will ich mal hoffen, dass das dann da durchwächst. Und hier müssen wir natürlich dann nach hinten gehen. Und auf jeden Fall kann ich dann jetzt dementsprechend, deshalb habe ich mir auch noch ein anderes Projekt gesucht. Weil sonst war ich hier mit Minecraft hochladen an dem Tag schon immer völlig ausgebucht, aber da ich das ja jetzt auch noch nicht machen kann und ja in diesem Semester eh jeden Tag irgendwie eine Uni muss, was doch schon ein bisschen anstrengend ist, naja, was soll's, dadurch kann ich dann halt auch jetzt auch wirklich immer hochladen. Das ist ja dann auch nicht schlimm. Das heißt, mittlerweile ist dieses Nadelöhr in der Videoaufnahme das Render nochmals. Aber okay, da will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Seht ihr, ich habe jetzt wieder nicht auf die Uhr geguckt, wie viel, wann ich angefangen habe. Das heißt, ich muss dann wieder on the fly schneiden nachher. Aber ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. So. Was wollten wir denn jetzt hier holen? Wir wollten Erde und wir wollten Steine. Genau, Pflastersteine. Erde haben wir hier. Erde hatten wir hier. Keine Erde mehr. Och man. Da muss ja wieder Erde fangen gehen. Pflastersteine haben wir auch nicht mehr so viel. Jetzt aber, was ist denn hier los? Wenn man hier noch ein bisschen Sand gekriegt, das ist ja auch schon mal was. Das kommt hin. Kies kommt weg. Brauchen wir nicht. Die lassen wir auch mal hier. Oder den. Weil das ja jetzt heißt, dass ich da hinten so einen gebrannten Stein habe liegen lassen. Mist. So. Dann nehmen wir mal die Schaufel noch mit. Wir brauchen ja dann noch Erde. Auf jeden Fall ist das Ziel für heute, den 20.10.2013, den Stall fertig zu kriegen. Das heißt, das Dach zu machen. Hier werde ich dann doch dazu übergehen, Türen zu machen. Dann, wie gesagt, werden die Schafe wirklich getrennt. Ich versuche das dann möglichst fair hinzubekommen. Die werden dann wieder zurückgefärbt, wenn sie nicht passen. Die Färbeutensilien sind zwar ein bisschen mühsam zu bekommen, aber was soll's. Da muss man dann dummer durch. Schon scharf? Nee. Muss man da hier mein Schaf dann hinlocken? Gut. Weil ich gerade am Überlegen bin, mit diesem Zaun, über diesen Zaun kann man ja auch noch Schafe machen. Das würde ja dann wieder dazu führen, dass es hier eine Mischung gibt, was ich ja eigentlich nicht möchte. Also werden wir hier wirklich solide Wände einziehen müssen. Das heißt, es wird hier noch mehr Arbeit geben. Oh Mann. So. Machen wir die Türchen hier. Sonst machen wir das so oder machen wir das wieder so? Habe ich hier keine Axt mehr mit?
Mensch, der hat nicht mehr Schaufel. So, dann haben wir hier so ein Tippeltor. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir auch gleich mal hier so durchgehen. Dann passt hier nämlich auch kein Schaf mehr durch. Weil sonst könnte ich hier drüber springen. Können sie so aber nicht mehr.